Ja, moin, liebe Freunde. YouTube hat mir mal wieder einen reingewirkt und zwar wegen medizinischen Fehlinformationen. Alle Infos dazu in diesem Video. Ja, liebe Freunde, ich habe ja gedacht, dass YouTube um einiges liberaler geworden ist und dass man jetzt diese ganze Covid-Geschichte mit der Impfung alles hier vernünftig besprechen kann, aber da hat der gute Maximilian sich doch ein bisschen verschätzt. Es wird wieder Zeit für totalitäre Maßnahmen durch unsere beste Social-Media-Plattform der Welt, durch YouTube. Und eines meiner Videos zur Impfung wurde gestrikt. Und lustigerweise eines meiner Videos, die ich noch sehr, sehr milde fand, denn ich habe mir gestern noch das Original angeguckt. Das Original findet ihr noch auf meinem Odyssey-Kanal. Alle Links dazu sind in meinem Linktree. Schaut einfach unten in der Beschreibung nach. Da sind dann auch diese verschwundenen und zensierten Videos am Start. Ich betone in diesem Video ganz deutlich, das mache ich nicht in jedem Video, weil es auch mega nervig ist, aber ich betone in diesem Video, ich teile hier nur Informationen mit euch, die bestimmte Wissenschaftler sagen. Ich kann sie nicht nachprüfen, macht euch eure eigenen Gedanken, prüft die Sachen nach, die ich auch sage, macht das genauso wie bei anderen Quellen. Also betone das mehrfach und lese einfach nur Zahlen vor bestimmter Wissenschaftler von einer steigenden Herzerkrankung bei Kindern. Ich betone sogar noch, dass ich sage, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass es mit der Impfung zu tun hat, denn Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Ich betone selbst das noch und sage halt einfach aber, dass wenn die Indizien in die Richtung weisen, dass man das überprüfen sollte. Trotzdem meint YouTube, mir einen Strike verpassen zu müssen. Und was dann passiert ist, ist somit das Dystopischste, was ich in meiner ganzen YouTube-Karriere überhaupt irgendwie gelernt habe. Man wird dann in so ein Umerziehungscamp geschickt. Ja, sie nennen es dann irgendwie Schulung, wo du dann anklicken darfst, so Multiple-Choice-mäßig, was richtig ist und was nicht. Ja, was in YouTube-Sprech richtig ist. Leute, ich werde dagegen klagen. Ich habe jetzt erstmal Widerspruch eingelegt. Oft ist das ja durch so eine KI, die das da drüber geht. Also warten wir da erstmal ab, was da passiert. Aber meine Erfahrungen sind da relativ schlecht, wenn man da Einspruch erhebt. Meistens dann kommt da nichts. Ich bin schon mit im Hintergrund mit meinem Anwalt im Gespräch. Ich werde dagegen klagen. Ich halte das für einen absoluten Skandal. Schaut euch bitte das Video an. Es ist wirklich nicht irgendwie ein Video, wo man sagen kann, oh Gott, was hat er denn da gesagt? Und nochmal zu dem Thema allgemeinmedizinische Fehlinformation. Alleine, dass es so etwas gibt, ist unwürdig in einer liberalen Gesellschaft. Denn ihr müsst das Ganze ja einfach mal ein bisschen zurückdenken. Wissenschaft ist etwas, was sich verändert und auch praktisch die Entwicklung, was die Medizin angeht. Also was heute medizinischer Standard ist, ist in den nächsten Jahren, wird als absolute Katastrophe angesehen. Also wir haben hier eine Situation, wenn wir das Ganze mal aufs Mittelalter übertragen, wo Aderlass zum Beispiel Standardbehandlung war bei ganz, ganz vielen Erkrankungen. Und ich damals dann gesagt hätte, Moment, liebe Leute, Aderlass, vielleicht nicht so eine gute Idee, ich sozusagen vom Marktplatz runtergeschmissen werden würde und gesagt würde, das entspricht nicht dem medizinischen Konsens, dass du das hier sagst. Schweig still oder auf den Scheiterhaufen mit dir. YouTube trägt also aktiv dazu bei, dass sich Wissenschaft und Medizin nicht entwickeln kann, dass es keinen kritischen Diskurs geben kann. Und das, liebe Leute, ist unwürdig. Wenn nur der Status quo, und Sie sagen es, ihr werdet es gleich sehen, der WHO gerade sozusagen das ist, was erlaubt ist, auf YouTube zu verbreiten. Wir wissen alle, dass bezüglich der Impfung und Corona sich diese Definition von der WHO 10-mal geändert hat. Ja, erst war es eine riesige Verschwörungstheorie mit der Labortheorie, durftest du nicht äußern. Erst durftest du nicht sagen, dass Masken, ja, dass da die Wirksamkeit sehr auf sehr dünneren Füßen steht, dann durftest du auch nicht behaupten, dass die Impfung nicht Fremdschutz gewährt. Ja, alles das darfst du jetzt sagen, weil die WHO ihre Meinung geändert hat. Es ist wirklich eine Katastrophe
für die Meinungsfreiheit eine Katastrophe. Es ist, ich braucht, spart euch auch bitte eure schlauen Sprüche von irgendwie, ja, dann geht doch auf eine andere Plattform. Guckt euch meine Aufrufe auf Odyssey an, ich bin auf einer anderen Plattform und dann sagt mir nochmal, Maximilian, geh auf eine andere Plattform. YouTube ist nun mal ein absoluter Monopol, eine riesengroße Plattform. Und wer nicht auf YouTube ist, der findet nicht statt. Ich werde diesen Kampf für die YouTuber mit ausfechten und natürlich auch für mich. Ich hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. Sobald das in die trockenen Bücher geht, werde ich euch dann auch sagen, was da für Kosten auf mich zukommen und da vielleicht irgendwie einen Spendenfront einrichten, damit wir hier für die Meinungsfreiheit einstehen können. Okay. Was ich euch zeigen wollte, ist jetzt nicht die E-Mail, sondern ich zeige euch und teile jetzt mal mit euch dieses Training. Ich habe es nämlich aufgenommen, damit es auch für meinen Anwalt gespeichert ist, aber auch damit ihr in erster Linie seht, wie sowas abläuft und wie krass die ganze Kacke wirklich ist, die da von einem gefordert wird. Ja, also ich wurde begrüßt auf meinem YouTube-Kanal mit dem Video, mit dem hier Schock, das ist der Videotitel. Und wurde dann damit begrüßt, dieses Video kann nicht auf YouTube angesehen werden, es wird nur dir angezeigt. So, und dann siehst du hier medizinische Fehlinformationen über aktuell verabreichte Impfstoffe verbreitet werden, die von lokalen Gesundheitsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO als sicher und wirksam eingestuft werden, sind auf YouTube nicht erlaubt. Also ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Status ist. Ist es wirklich noch so, dass die Corona-Impfung, also da gibt es ja verschiedene, AstraZeneca ist ja gerade vom Markt genommen worden, ja, das war ja auch eine sichere und wirksame Impfung, dass die von der WHO als sicher und wirksam eingestuft wird. Wäre für mich schockierend. Und selbst wenn es so wäre, wie kann es denn passieren, dass das nicht mehr so ist, lieber YouTube-Zensor, wenn Leute sich nicht äußern dürfen auf YouTube, wenn Leute schweigen müssen, Wissenschaftler, die Indizien haben, dass diese Impfung eben nicht sicher und wirksam ist. Wie kann das bitte, wie kann ein kritischer Diskurs diesbezüglich stattfinden? Oder müssen wir jetzt im Staub kriechen vor der WHO, unseren Overlords, Gesundheitsoverlords, und sagen, oh, WHO, was steht in der Heiligen Schrift? In der Heiligen Schrift der WHO steht, du sollst nicht dich gegen die Impfung versündigen. Ja, ist es das, wo wir sind, gerade als Gesellschaft? Ich hoffe doch nicht. Wir schauen mal weiter. So, diese Warnung läuft in 90 Tagen ab. Damit unsere Community geschützt wird, wird dein Video auf YouTube nicht reaktiviert. Ja, auch das wieder so eine absolut totalitäre Einstellung, Mittelalter-Einstellung. Ja, ihr dummen Vollidioten da draußen, ihr müsst davor geschützt werden, weil ihr könnt nicht eigenständig denken. Ja, ihr braucht euren WHO-Overlord, der euch sagt, das ist sicher, nehmt es, den Karl Lauterberg, nehmt die heilige Impfung. Ja, ihr braucht eure Overlords, selbstständiges Denken. Oh Gott, wo kommen wir denn dahin? Ja, das ist gefährlich, Informationen sind jetzt gefährlich. Absolviere ein kurzes Training, 7 Fragen. Wenn du in den nächsten Tagen noch einmal gegen diese Richtlinie verstößt, erhältst du eine Verwarnung. Wenn du gegen eine andere Richtlinie verstößt, erhältst du eine weitere Warnung. So, es geht weiter. Du hast danach auch die Möglichkeit, eine Beschwerde einzulegen. Das habe ich gemacht. Da warte ich jetzt noch auf das Ergebnis. Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Wir werden deine Inhalte noch einmal prüfen. Du kannst auch später noch Beschwerde einlegen, auch wenn du das Training abgeschlossen hast. So, gut. Dann habe ich das Training mal gestartet, Leute. Und jetzt geht's richtig ab. Medizinische Fehlinformationen. Fehlinformationen über Impfungen. Es gibt verschiedene Arten von medizinischen Fehlinformationen. In diesem Training soll es primär um Fehlinformationen zu Impfstoffen gehen. Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, in denen medizinische Fehlinformationen verbreitet werden, die im Widerspruch zu den Angaben lokaler Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsagentur zu bestimmten Erkrankungen und Substanzen stehen und so ein ernsthaftes Risiko schwerwiegender Schäden bergen. Diese Richtlinie umfassen die folgenden Kategorien. Leute, das ist wirklich der Wahnsinn. Das bringt mein Blut zum Kochen. Alles, was ich gemacht habe, ist offizielle Zahlen geteilt von einer ansteigenden Krebsrate bei bestimmten Erkrankungen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Ich habe noch nicht mal behauptet, dass es auf die Impfung zurückzuführen ist. Ja? Das darfst du jetzt nicht mehr sagen. Fehlinformation zur Prävention, Fehlinformation zur Behandlung, Fehlinformation zur Leugnung von Krankheiten. Wir erlauben unter Umständen Inhalte mit medizinischen Fehlinformationen, wenn sie in einen pädagogischen, dokumentarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Kontext gestellt wurden. Diese Ausnahmen sind kein Freibrief dafür, medizinische Fehlinformationen zu verbreiten. Der Begriff Fehlinformation ist schon so ein dystopischer Dreck, denn die Fehlinformationen von heute sind der wissenschaftliche Konsens von morgen. Ja, es war auch mal eine wissenschaftliche Fehlinformation, dass die Erde eine Kugel ist. Ja,